Meine ich das nur oder sah der damals irgendwie gefährlicher und irgendwie mitgenommener aus? Okay. Naja, gut. So, Faulfrucht. Müssen wir jetzt wieder dorthin zurück? Oh, jetzt sind wir im Dorf. Müssen wir... Boah, ist das hell. Alter, wie geil das aussieht. Müssen wir jetzt... Ich schau mal auf die Karte. Müssen wir jetzt wieder dahin, wo wir hergekommen sind? Aber so schwer fand ich die Mission jetzt gar nicht. Udam Heimat. Der Eingang führt zu Udam Heimat, die von Ul beherrscht wird. Aha. Sehr schwer. Aber zählt er das jetzt als Außenposten? Aber wo haben wir denn noch ein... Ach, hier unten ist noch ein Leuchtfeuer. Weil wir haben ja nur noch einen Außenposten, glaube ich. Ne? Kann das sein? Hier oben müssen wir definitiv noch ein Leuchtfeuer machen. Und hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Ansonsten ist... Ja, das ist so die Kartengrenze. Ja, es kann sein, dass hier oben auch noch was ist. Okay. Okay, OB. Kennt das noch einer? Okay, OB. Die Werbung. Oh, wir haben Fähigkeitspunkte. Ich schau mal eben. Was? Wir haben 7 Fähigkeitspunkte. Was? Oh, reduzierter Nahkampfschaden freigeschaltet. Du erleidest weniger Schaden durch Tierangriffe und gegnerische Nahkampftreffer. Reduziert außerdem die Chance von Gegnern umgeworfen zu werden. Oh, wie geil, das machen wir. Kostet 2 Punkte, das machen wir definitiv. Was haben wir hier noch? Verringert den Schaden durch den Feuer erleidest. Oh ja, sehr schön. Was haben wir dann noch? Stelle 2 Feuerbomben statt einer her. Okay, diesen brauchen wir nicht. Was fährt da als nächstes? Drücke in der Nähe eines Gegners R3, um einen Takedown einzuleiten. Drücke dann R1, um eine Feuerbombe gegen ihn zu werfen. Aha. Und drücke wahrscheinlich dann noch Kreis, um noch zu messern. Und drücke noch Viereck, um dich zu ducken. So. Okay, das andere können wir nicht lesen. Hä? Hallo? Doch, das können wir lesen. Mein Controller lässt wieder gerade nach, komischerweise. Du bist nicht mehr auf Tierfett angewiesen, um deine Waffen anzuzünden. Oh, geil. Wenn deine Waffe in Brand setzt, brennen automatisch alle danach ausgerüstete Waffen. Boah, wie cool. Aber was er da unten hat, kann man doch, das kann man auch sehen. Was? Erleide noch weniger Schaden durch Tierangriffe und gegnerische Nahkampftreffer? Boah, geil. Errichte die Dashhütte. Ah, cool. Boah, das wird so geil. Was haben wir denn hier noch alles? 2 Keulen herstellen, jojojo. Aha, Effekte von Rezeptur. Ausruhzeit wird verkürzt. Dachse und Dings jetzt. Du durchsuchst Gegner automatisch, während du einen Takedown ausführst. Finde beim Häutenmeister Tiere plus 2 Fett und 2 Tierhaut. Das hat sich ja sowieso bald erledigt, wenn wir unten den... Stelle bei einer manuellen Heilung einen Gesundheitsbalken wieder her. Bis zu 3 können insgesamt wiederhergestellt werden. Ja, teilweise geleerte Gesundheitsbalken regenerieren sich automatisch viel schneller. Das machen wir. Und damit haben wir alle Fähigkeitspunkte. Aha. Was haben wir denn da unten? Tobsuchtbombe. Ah, das sind diese diese grünen Rauchbomben. Die haben wir jetzt auch. Ansonsten haben wir fast alles, bis auf ein paar Sachen, wie hier zum Beispiel den Köcher und die Eingeweidetasche. Und hier zweihändige Keule verbessern und so. Ja gut. Alter, wie das hier aussieht. Atomexplosion! Atomexplosion! So, unser Ilzia-Freund oder Lizia oder Freund, irgendwie wie der sich schimpft. Hat eine Mission für uns. Da gehen wir mal hin. Haben wir denn hier, um die Hütte irgendwie zu verbessern, irgendwas? Ah, nee. Da fehlt uns... Na, seltene Hirschhaut. Ich erinnere mich gerne wieder dran an die Hirschhautjagd. Naja. Müssen wir mal schauen. So. Hallo, mein Freund. Hallo. So. Aber unser Dorf wächst und gedeiht. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit wir fortgeschritten sind, bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt gar keinen Plan. Ich habe auch gar nicht irgendwie mal geguckt. Hallo, mein Freund. Ah, okay, wir müssen das Lager niederbrennen, damit die nicht zu uns kommen und unser Lager niederbrennen. Das ist eine tolle Mission, die klingt spannend. Da würde ich sagen, gehen wir mal... Ah, guck mal, das ist hier unten. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt dahin. Welche Schnellreisepunkte sind in der Nähe? Ich glaube, er hier, ne? Ah, da müssen wir wieder hochklettern.
Ja, ist ja egal. Reisen wir mal hier schnell hin. Und dann machen wir die Mission mal. Also wir müssen auf jeden Fall die aufhalten, damit die nicht zu unserem Dorf kommen und ihn befreien wollen, weil die wissen, dass er da ist. Hat er zumindest jetzt gerade gesagt. Dann schauen wir doch mal. So, Wegpunkt, wo bist du? Ich sehe den verdammten Wegpunkt schon wieder nicht. Bin ich schon wieder so blind, dass ich den Wegpunkt nicht sehe? Da ist er. Da ist der Wegpunkt. Den man ja so gut sieht. So. Dann schauen wir doch mal. Tralali, tralalo, tralalalalalo. Gucken wir doch mal. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission, die wir da hatten... Ich meine, die war schon schwer gerade. Aber ich finde, die war jetzt nicht so schwer. Voll angeberisch jetzt. Ja, 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 ja. Beim letzten Mal noch gesagt, nee, du bist nicht gut ausgerüstet. Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, weiß nicht. Ich meine, wir haben schon jetzt echt viele Sachen. Und, ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, ich weiß nicht, ich habe echt gedacht, die ist irgendwie ein bisschen schwerer. Ich meine, die war schon hart, ne, also, gut, unser Bär hat natürlich viel versaut, weil mit Schleichen wäre natürlich besser gewesen und hätte natürlich wahrscheinlich auch länger gedauert mit Schleichen. Sie ist voll das Let's Play in der Länge, hast du jetzt ehrlich zugegeben? Nein, habe ich nicht. Doch. Nein. Halt den Bubble, dann guck woanders das Let's Play. Möchte ich aber nicht. Selber schuld. So. Ja. So. Da gucken wir mal, dass wir jetzt da hinkommen. Das klingt schon so ein bisschen, als würden wir uns echt nähern, so dem, ja, nicht Finale, aber so, wir kommen schon so langsam dran an. Weil ich glaube nicht mehr, dass das viel passieren wird, weil wir können mal eben schauen. Warte mal, hoch. Der Feuersturm. Brenne das Ilzilia-Lager und die Felder nieder. Die Felder, sind wir hier beim Farming-Simulator oder was? So, warte mal, ich wollte mal eben kurz gucken wegen, Hilfe. Nee, warte mal, nee, Beutetasche, Dorf. Ah, hier Dorf. Nee, wo war denn das? Wir konnten doch irgendwo einsehen, wie viel Bevölkerung wir haben, ne? Ah, hier. 160 erst. 160 von 300. Aha. Okay, aber sonst steht ja auch nichts, irgendwie, wie weit wir so sind. Okay, pass auf, das sind noch 80 Meter circa. Ich rufe mal die Eule und bleib mal in dem Busch und dann... Ah, da oben ist irgendwie, ja, so eine Art Scharfschütze. Sind da welche? Da oben steht auch noch jemand. Ah, interessant. Da ist noch ein Venya. Den wollen die wahrscheinlich... Da sind auch Venya. Oh, da sind ganz viele Venya gefangen, sehe ich gerade. Wir müssen auf jeden Fall die Felder auch niederbrennen. Weißt du was? Pass auf. Den wird sowieso keiner vermissen. Na, greif ihn doch an. Ah, die Eule ist so weit entfernt, natürlich. Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Vielleicht, wenn ich näher dran bin, dass ich vielleicht dann den da oben schon mal wegholen kann, wegnatzen kann. Oder vielleicht ihn hier. Aber der guckt gerade zu, ne, oder? Ja, ich glaube, den sucht hier keiner. Ja, die Abklingzeit der Eule wäre natürlich auch gut gewesen. Jetzt, weil dann hätten wir schon die Typen da oben erledigen können. Aber ist ja nicht so schlimm. So können wir uns ganz gemütlich darauf vorbereiten, jetzt hier die Felder niederzubrennen und alles. Hab ich den erwischt von hier aus? Ich glaube nicht. Okay, der läuft da lang. So, dann schauen wir noch mal. Ach, jetzt läuft er auch noch weg. Ich glaub's ja wohl. Jetzt duckt er sich auch noch. Natürlich! Wo er ganz genau weiß, dass ich jetzt hier komme oder was. Was ist das denn? Mit der Blume vertue ich mich immer. Man denkt immer, man kann die irgendwie aufsammeln, aber dabei kann man die gar nicht aufsammeln.
Weil die so schön hübsch und grün ist. Mm. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollei, hollei, hallo. So, ich sollte vielleicht verschwinden. Ich glaube, die haben es gemerkt, dass ich den erschossen habe. Oder erledigt habe. Schlafen gelegt habe. Oh, da ist jemand. Da ist ein schwer gepanzerter, verdammt. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen im Busch. Takedown können wir den ja auch, ne? Warte mal, wie war denn das nochmal? Man kann ihn anlocken, ne? Kommt der da nie hin? Ich würde gerne diesen dicken gepanzerten Takedown. Weil dann haben wir den schon mal weg. Verdammt. Okay, pass auf. Dann nehmen wir den hier erstmal. Na? Scheiße. Okay, komm her, Kumpel. Komm her, Kumpel. Komm. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm. Komm hier hin. Komm hier hin. So. Ist der schon mal weg? Haben wir schon mal einen weniger. Da ist der Dicke. Mal gucken, kann ich den hinlocken? Ah ja, der geht. Der hat es auf jeden Fall schon mal bemerkt. Sehr schön. Ja, sehr schön. Schwerer Takedown. Wunderbar. Der liegt noch ein bisschen im Busch. Das heißt, den wird keiner vermissen. Okay, sehr schön. Bis jetzt läuft's. Bis jetzt kriegen wir das echt gut hin. So, muss man mal gucken, wo jetzt hier noch wer ist. Ich könnte aber mal meine Eule mal wieder rufen. Bin zwar jetzt noch ein bisschen ungeschützt hier am Stehen, aber ich glaube, das macht nichts. Ich glaube, so viele sind es ja auch nicht mehr. Hilfe rufen kann, glaube ich, keiner. Den werde ich jetzt mal mitnehmen. So. Den wird dort keiner vermissen. Den wird dort keiner vermissen. Da läuft jemand. Das hat, glaube ich, keiner mitbekommen, ne? Die Frage ist jetzt, ob in den Hütten noch was... Ach, guck mal an. Wir müssen das Haus anzünden. Aber ich möchte erst die Gegner alle erledigen. Sind es nur noch zwei? Sehe ich das richtig? Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's. Also sehr schön. So, ich befreie die mal. Und dann brenne ich hier das ganze Lager nieder. Hier war doch... War nicht hier nicht auch jemand? Wo ist denn... Ach, hier drin, ne? Ah, hier. Ja, ich bin da. Dakar. Dakata. Dakar. Habe ich jetzt alle befreit? Ich glaube, ja. So, dann werde ich mal eben hier... Pfeil nehmen und anzünden. So. Ihr solltet vielleicht hier ein bisschen verschwinden, denn jetzt wird es gleich ein bisschen feurig hier. Huch, der Controller macht schon wieder Mucken. Man hat es gemerkt, der hat sich gerade von selber weggedreht. Ach, jetzt kommen die auch noch, natürlich. Natürlich kommen die jetzt. Aua, aua, es brennt, aua. Lass das, habe ich dir gesagt. Hallo? Mein Controller macht schon wieder Mucken. Da kann ich zucken. Hallo? Da kann ich zucken. Ich will das, wenn dann schon richtig anzünden hier. Hör, wo kommst du denn her? Natürlich. Viermal in den Rücken gestochen und er lebt immer noch. Ist klar. Wer es glaubt, wird selig. So, das zünden wir auch mal an.
Was ist denn hier noch? Müssen wir sonst noch irgendwas? Was? Geh weg, du Penner. So. Du stinkst nach Maggi. Hat schon mal einer gesagt? So, die Hütte zünden wir auch an. Was denn hier? Hör auf damit, habe ich gesagt. Ich piekse ins Auge. Du hast da was im Auge. Hier ist... Da, ach, da oben kommen noch welche. Ja, sollen sie mal kommen. Ich brenne trotzdem euer Lager nieder hier. Aua. Lass das. Wo ist denn... Wo sind die denn? Ah, da oben. Hö. Wie schön, dass sie, wenn ja, mit uns jetzt kämpfen, dass wir die schon vorher befreit haben. Das ist natürlich supi. Hier war doch gerade noch einer, ne? Ach, da, guck mal. Alter, hör auf damit. Bist du bescheuert oder was? Ich piekste doch auch nicht ins Auge. Ich glaub's ja wohl. So, ich glaube, dass... Ich glaube, wir haben alles abgefackelt, oder? Oder fehlt dir noch irgendwas? Warte mal. Können wir... Ah ja, wir können noch einen Speer herstellen. Ach, ich glaube, die Hütte müssen wir, glaube ich, noch abfackeln. Kann das sein? Ja. Okay, pass auf. Machen wir das noch eben. Yeah. Ich glaube, dann haben wir's. Yeah, der Feuersturm abgeschlossen. Sehr schön. Zwei neue Dorfbewohner, obwohl es hier eigentlich vier waren, oder? Hö, hinter mir ist jemand. Hö, willst du mich verarschen? Willst du? Aua, Alter, was? Hö, geh weg, lass das, lass mich, lass mich. Geh weg, lass das, habe ich dir gesagt. Ich wollte mal ganz in Ruhe hier mal kurz moderieren, aber du lässt mich ja gar nicht in Ruhe. Da ist schon wieder jemand hinter mir. So, ciao. Achso, da sind nur noch zwei übrig geblieben. Deswegen sind es nur zwei Bewohner. Also wenn die anderen jetzt überlebt hätten, ich glaube, dann wären es vier gewesen. Weil es waren ja insgesamt vier. Okay. Wir brauchen echt unbedingt mal Tierhaut oder Tierfett. Aber wir können das ja demnächst uns sparen. Wenn wir da bei dem einen Typen... Hallo? Warte mal. Warte mal. Komm, ich mach's dir schön warm hier. Ja. Dann hast du schön warm hier. Ja. So. Was ist das denn hier? So. Was wollen wir denn gemacht haben? Warte mal. Ich bin... Fertigkeiten? Können wir... Achso, wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt. Ja, einen, aber ich spare mir die jetzt mal ein bisschen. Okay. Okay, Ubi. Machen wir. Würde ich sagen. Machen wir. Gehen wir da hin. Obwohl, wir können eigentlich auch mal... Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier oben erstmal das Leuchtfeuer. Das machen wir als erstes. Wir machen jetzt erstmal das Leuchtfeuer. Und dann machen wir die Mission, weil dann haben wir da oben beim Leuchtfeuer auch wieder ein bisschen die Karte aufgedeckt. Da bin ich sehr gespannt, wo es da überall noch hingeht. Uns fehlen ja anscheinend, glaube ich, nur noch zwei Außenposten. Und Leuchtfeuer weiß ich gar nicht. Bin ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich gar nicht mehr so im Bilde. Geht's hier raus? Nee. Da bin ich gar nicht mehr so im Bilde, wo wir da... Was uns da alles fehlt und so. Das nehmen wir mit. Tasche für Gegenstand bereits voll. So. Dann gehen wir mal aus die Höhle raus, wenn ich den Ausgang finde. Aus der Hölle. Aus der Höhle. Ah, hier. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall den Pfad entlang gehen, den ich gerade auf der Karte gesehen habe, weil sonst verlaufen wir uns. Wenn ich den jetzt finde. Ich muss mal schnell schauen. Wir müssen links lang. Also in die Richtung. Aber wir müssen, wie gesagt, diesen Pfad entlang gehen. Weil sonst verlaufen wir uns in eine Berge und klettern da die Berge rauf. Und ich weiß nicht, ob wir dort raufkommen. Oh, wie cool das einfach ist. Entschuldigt bitte, wenn ich das immer wieder sage. Aber das ist so mega mit der Tierwelt. Also genau hier lang müssen wir quasi, hier, weil sonst kommen wir nicht rauf. Das heißt, ich muss mich weiter links halten, also hier so. Ich denke mal, zwischen diesen Bergen wird das wahrscheinlich sein. Also vermute ich mal hier oder so. Weil das sieht mir nach so einem Pfad aus.
Okay. Okay. Ich glaube, ich werde mal unseren Bären wieder beleben und wieder rufen. Mach ihn alle! Mach ihn alle! Mach ihn alle! Sehr schön. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht? Ja, hast du ganz fein gemacht. Und da kullert er und kullert und kullert. So, Höhlenlöwenfell haben wir jetzt. Sehr schön.